So, jetzt noch ein Tipp, der letzte für heute quasi. Mangold, ja, schneiden wir ab und dann reißen ihn nicht mit der Wurzel raus, damit wir ihn halt beim nächsten Mal in 2, 3 Monaten wieder neu ernten können. Ja, weil der wächst nach als normaler Mangold, wenn er nicht geblüht hat. Ja, nicht so wie bei Salat. Wenn Salat geblüht hat zum Beispiel, dann wächst er nur noch als Blütensalat nach, ja, ohne mit richtigen Blätter zu wachsen. Ja, der treibt einfach neue Blüten. Bei Mangold ist es, denke ich mal, ähnlich, aber wir schneiden ihn jetzt ab. Und dann kann man ihn auch direkt verarbeiten. Ja, schön waschen und so weiter, ist ja selbstverständlich. Ja. Ja. Ready? So. Das ist ein Teil von unserem Mangold. Kannst du mal drauf gehen, damit man mal sieht, wie viel man hier rausholen kann, wenn man ein bisschen Geduld hat. So. Da ist die abgeschnittene Wurzel. Die lassen wir einfach so. Die gießen wir dann wieder an, falls nötig. Und jetzt wächst nach. Das war's.